Unser Projekt befasst sich mit der sogenannten Ein-Dollar-Brille, die für sehschwache Menschen in Entwicklungsländern ja. 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 Sicher, dass der wieder gerade? Ja. Dieses. Ja. Ja, das ist die niedrigste. Genau. Ja. Okay. Also, und jetzt wieder das Stück raus, oder nicht? Also die Brillengläser werden aus Polycarbonat hergestellt, das aus China kommt. Und die Brillenfassung wird aus Federstahl hergestellt und die kommt aus Skandinavien. Auf 1 Dollar kommen wir, weil die Fassungsmaterialien und die Gläsermaterialien eben dadurch, dass sie aus diesen Ländern kommen, sehr günstig sind. Und weil es auch generell günstige Materialien sind. Ja, weiter. So. Zurück in die Parkposition. Machen. Stopp. Nach rechts drehen. Von dem Symbol weg hier. Von kann gar nicht, weil der Pömpel doch jetzt da auf der Seite. Ja, ist doch richtig, du drehst ihn da lang. Ja? Ja. Ja, okay. Ja, dann nochmal. 94 Grad? Ja. Diese Biegung. Die Länge genau ab, fahre wieder zurück in die Parkposition, mache diese Biegung. Okay. Die Anregung für dieses Projekt kam im Rahmen unserer Projektwoche so, jetzt 4 mm. Jetzt muss das hier wieder dran, ne? Ja, genau. Stück raus. Richtig. Und jetzt? Jetzt wieder zurück. Ja. Und jetzt wieder 3 mm. Genau. Also wieder hier oben. Also mich hat persönlich jetzt angesprochen, dass auch arme Menschen in Entwicklungsländern die Möglichkeit haben, sich eine Brille zu kaufen und auch da ausgebildet werden, Brillen zu machen, dass sie sich da gegenseitig helfen können. Wir möchten mit dem Projekt bezwecken, dass mehr Leute auf diese 1-Dollar-Brille-Geschichte aufmerksam werden und somit vielleicht auch sogar selbst spenden und somit aktiv werden, dass diesen Leuten eben geholfen wird, die in solchen Entwicklungsländern eine Sehhilfe benötigen. Also ich finde an dem Projekt interessant, dass Menschen in anderen Ländern geholfen wird, die zum Beispiel nicht so eine Chance haben wie wir, normal Sehhilfen zu bekommen, die vielleicht auch in ärmeren Ländern sind, dass denen geholfen wird. Ich finde interessant, dass auch in Entwicklungsländern die Möglichkeit besteht, dass Leute Arbeitsplätze bekommen, also dass dort ausgebildete Optiker sich verwirklichen können, um diesen Leuten eine Brille herzustellen. Ich finde es gut, dass keine Profitgier von irgendwelchen Konzernen im Vordergrund steht, sondern die Bedürfnisse der Menschen.